Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder die Sophia von der veganen Rohkost. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute soll es um das Thema gehen, ist es dir eigentlich mittlerweile wurscht, was andere von dir denken oder nicht? Klare Antwort, ja, es ist mir scheißegal. ich wäre immer mal gefragt, ob ich mir nicht albern vorkomme, wenn ich zum Beispiel mit meinem neuen Dreirad, was ich habe, durch die Gegend fahre. Weil es ist ja ein Seniorenrad und ist ja jetzt irgendwie uncool und so als Jugendlicher oder, naja, übertreiben wir mal nicht, aber als jüngerer Mensch sollte es doch eigentlich normal sein, auf einem Zweirad zu fahren. Also ist es mir denn unangenehm, mit dem Dreirad um die Gegend zu düsen. Und nein, ist es nicht. Ich freue mich darüber, dass ich endlich eine Möglichkeit gefunden habe, Rad zu fahren, weil ich auf einem Zweirad nie sicher gefahren bin. Ich habe mich als Kind regelmäßig auf die Gusche gepackt und die Straße vermessen und deswegen war das irgendwie immer so ein Unsicherheitsfaktor, wo ich immer gedacht habe, boah, ich würde gern, aber ich habe einfach zu viele schlimme Erfahrungen gemacht und dann nach meiner Krankheitsgeschichte war ich einfach auch nicht fit genug und habe mich dann erst recht nicht mehr getraut, weil das mit dem Gleichgewichtssinn auch am Anfang so ein bisschen schwierig war. Und habe dann beschlossen, doch eine ganze Weile Geld beiseite zu legen, um mir ein Dreirad zu kaufen. Ja, mit hinten zwei Rädern, vorne eins und einem Körbchen hinten drauf. Ich liebe dieses Rad, ja. Ich fahre damit jetzt zur Arbeit, also ich habe es noch nicht lange. Bin fix und alle und groggy, wenn ich ankomme. Es sind nur 1,5 Kilometer, also für alle, die jetzt lachen wollen, wäre genau jetzt der Zeitpunkt. Aber es ist mir wurscht, weil ich weiß, für mich ist es genau das Richtige, um langsam wieder fit zu werden. Ich habe einen unglaublichen Spaß dran, auf diesem Drahtesel zu sitzen. Ja, ich bin langsamer als alle anderen, es ist mir total egal. Ja. Und ja, ich habe auch einen Helm auf. Weil ich einfach schon zu viele Sachen gesehen habe, die sehr uncool waren. So Unfälle mit Rädern ohne Helm und so. Das ist irgendwie nicht so toll. Und daher habe ich mich dazu entschlossen, auch auf einem Dreirad mit einem Helm zu sitzen. Ich finde es prima. Ich habe noch nie wirklich gesehen, dass einer tatsächlich gelacht hat. Ich glaube, das kommt einfach auch immer drauf an, wie man auf so einem Rad sitzt. Ja? Ich glaube, ich strahle einfach so eine Freude da aus und lächle die Leute auch immer an, wenn sie mich angucken, dass sie dann zurücklächeln und wahrscheinlich gar keine Idee mehr daran verschwenden, dass das jetzt vielleicht eine seltsame Situation ist, dass ein junger Mensch auf einem Dreirad sitzt. Die coolsten Reaktionen kriege ich immer wirklich von Senioren, die mich dann immer angrinsen und zunicken und irgendwie ein Opa meinte auch so, ist cool, ne? Das war irgendwie total super. Weil die einfach auch wissen, es ist einfach, man fühlt sich sicherer, ja. Die Chance, dass man damit umkippt, ist definitiv geringer als mit einem Zweirad. Ich habe die Möglichkeit, wieder Rad zu fahren, langsam meine Kondition zu steigern. Für mich alles prima. Und Fazit des Ganzen, es ist mir schon so lange, schon so egal, was andere Leute über mich denken. Also ist es mir auch beim Radfahren egal. Und vielleicht nimmst du das ja für dich auch ein kleines Stückchen mit. Scheiß auf Konventionen, ja. Tu, was dir gut tut. Liebe dein Leben und genieß einfach die spleenischen Ideen, die du hast und lebe sie aus. Denn, ja, es ist ja dein Leben. Die anderen hat es ja nicht zu interessieren, was dich erfreut. So, bevor wir das Ganze jetzt hier endgültig beenden, habe ich natürlich noch eine kleine Bitte an dich. Mich würde unglaublich interessieren, wie das so bei dir ist. Ist dir Wurst, was die anderen Leute von dir denken? Oder überlegst du schon noch zweimal, soll ich das jetzt machen, weil das vielleicht unkonventionell ist oder vielleicht komisch ankommt oder irgendwie sowas? Oder ist dir mittlerweile wirklich alles egal und du hast irgendwelche lustigen Geschichten zu erzählen? Dann bitte schreib sie unten drunter in den Kommentaren. Und würde mich freuen, von deinen Erfahrungen zu hören. Das war's für heute. Hab genug geplaudert und sag mal Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Sophia.